Drei Sänger, zwei Rapper, zwei Gitarristen, zwei Schlagzeuger, ein Bassist, ein Keyboarder und ein DJ. Das ist die aktuelle, die neue Formation der Söhne Mannheims, die diesen Abend im Haus Auensee aufspielt. Vor einem Jahr waren die Musiker noch in der Arena zu Gast, dazu mal noch mit Xavier Naidoo und Michael Herberger, die aktuell nicht mehr dabei sind. Wir waren uns alle von vornherein im Klaren darüber, dass diese Lücken nicht zu füllen sind oder zumindest diese Personen nicht zu ersetzen sind und haben im Prinzip daraus eine neue Form von Energie geschöpft, weil wir sehr an das Potenzial und halt eben auch an die Fähigkeiten der Band glauben. Aber wir haben, glaube ich, mit den ersten zwei Wochen dieser Tournee den ersten Fuß auf festen Boden wieder setzen können, von dem wir aus zum nächsten Ufer springen können. Und Michael und Xavier sind nach wie vor die sehr, sehr treibende Kräfte hinter der Band, unterstützen uns halt eben auch wirklich in Bereichen, wo wir Unterstützung brauchen und sind immer für uns da und man sieht sich nach wie vor in der Schallzentrale der Söhne Mannheims in unserem Studio. Mit der Pause von Xavier Naidoo pausiert natürlich auch eine prägnante stimmliche Komponente. Aber den speziellen Söhne-Sound, den macht eben nicht nur die eine Stimme aus. Es ist halt eben eine Form der Kommunikation, auch der harten und manchmal sehr, sehr gefährlichen Auseinandersetzungen mit Worten. Aber immer wieder halt eben auf eine Basis von Respekt halt eben zurückzukommen und vor allem sich halt eben über Musik zu unterhalten oder mit Musik zu unterhalten. Das ist halt eben die ganz, ganz große Kunst. Und jeder Einzelne in der Band liebt halt eben, egal wie unterschiedlich wir untereinander sind, liebt das, was er machen kann. Bei allen unumgänglichen Neuerungen sind Basics für die langjährigen Musiker unheimlich wichtig. Routine sozusagen, inmitten von Veränderungen, die viel Kraft und Überwindung kosten. Routine zum Beispiel jetzt hier auf Tournee ist sehr entspannend. Da bin ich schon froh, wenn ich es hier einfach, ich weiß, ich wache auf, gehe frühstücken, dann werde ich abgeholt, dann kriege ich Mittagessen auf der Location, dann darf ich meine Gitarre in die Hand nehmen, Soundcheck machen und dann spiele ich mich ein und später singen wir uns noch ein und dann geben wir ein Interview und dann gehe ich auf die Bühne und dann gehen wir an die Bar und trinken was und feiern den Tag. Da habt ihr mir nie Bescheid gesagt. Die ganze Zeit gewartet.